Oh, trüge Aussichten. Du sagst es. Für 50 Vampire ein bisschen wenig. Und was ist mit unserer verreisten Spezialeinheit? George hat sie auf dem schnellsten Weg zurückbeordert. Und wann wäre das? Nicht vor übermorgen. Hm. Ja, und die in Indien hat er natürlich überhaupt nicht erreicht. Man meint gerade, Mordkill hätte das gerochen. Hm. Du, ich kann mir nicht helfen. Irgendjemand hier im Haus ist ein Verräter. Das wäre nicht das erste Mal. Mhm. Aber das kann ich mir nicht denken, Larry. Wie finden wir das heraus? Später. Er oder sie bedeuten eine große Gefahr, Arthur. Ja, das ist mir klar, aber vielleicht verrät sich derjenige von selbst. Oder wir stellen ihm eine Falle. Die Mitternachtsstunde rückte näher. Larry und der Duke begaben sich in den sogenannten Beschwörungsraum. Es war das Verlies, in dem das Mädchen Roseanne einst den Tod gefunden hatte. Der Duke hängte das Kreuz an die Wand. Jetzt müssen wir nur warten, ob sie erscheint. Ich weiß. Eines verstehe ich nicht, Larry. Ja. Ich verstehe nicht, warum es ausgerechnet nur dir gelingt, mit ihr in Verbindung zu treten. Tja, ich weiß nicht. Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Und? Keine Ahnung. Fragen wir sie doch einfach. Ja, tu das. Es würde mich wahnsinnig interessieren. Psst, Arthur. Das Kreuz beginnt zu leuchten. Warum rufst du mich, Larry? Roseanne. Wir brauchen deine Hilfe. Eine große Gefahr kommt auf uns zu. Was ist es? Der Earl of Mordkill, der Vampir, ist wieder erschienen. Mordkill ist tot und für immer ins Geisterreich verbannt. Das kann nicht sein. Er ist hier. Sogar hier im Schloss. Es ist nicht mehr der Earl of Mordkill, sondern ein gewaltiger Dämon aus dem dunklen Reich des Bösen. Er hat die Gestalt des Earls angenommen, um euch zu täuschen. Wir haben gegen ihn gekämpft, aber alle Waffen haben versagt. Silberkugeln, auch das Kreuz. Es war wirkungslos, auch gegen all die anderen Vampire. Sag uns, warum, Roseanne? Man hat das Kreuz verändert, die magischen Zeichen abgeschliffen, die es stark gemacht haben. Kann man sie wieder aufbringen und die Kräfte erneuern? Niemand kann das. Nur jener Weise, der im Besitz des Buches ist. Was für ein Buch? Das Buch der magischen Zeichen. Ragnarok. Wo finde ich ihn? Und das Buch? Das weiß ich nicht, aber ich will dir helfen. Ist dann das Kreuz stark genug, um Mordkill zu besiegen? Wenn wieder alle magischen Zeichen darauf sind, musst du es versuchen. Und wenn es wieder versagt? Du hast so viele Fragen. Komm mit. Ich bringe dich zu jemandem, der sie dir alle beantworten wird. Was ist mit meinem Freund Arthur? Kann er mitkommen? Nein, er würde es nicht überleben. Wieso kann ich es? Du bist ein Auserwählter. Was muss ich tun? Komm her zu mir. Nimm das leuchtende Kreuz in deine Hand. Ja. Und jetzt geh weiter. Aber die Wand... Sie ist kein Hindernis mehr für dich. Das stimmt. Sie wird langsam durchsichtig.
Wie schön es auf einmal ist. Rings um die Wiese, all diese Blumen. Alles glitzert und funkelt. Die Häuser wie aus Saphiren und Rubinen im Sonnenlicht. Gib mir deine Hand, Larry. Wir haben wenig Zeit. Larry reichte Rosanne seine Hand. Auf einmal fiel alle Erdenschwere von ihm ab. Leicht wie ein Vogel schwebten sie dahin, lautlos und doch mit ungeheurer Geschwindigkeit. Vor einem Tor, das von innen heraus merkwürdig strahlte und leuchtete, endete ihre Reise. Hier befindet sich der Thron von Avalon, wo du erfahren kannst, warum du auserwählt bist. Das eilt nicht, Rosanne. Ich muss vielmehr wissen, wie wir den Dämon Mordkill unschädlich machen können. Dann gib mir wieder deine Hand. Wieder ging der Geisterflug über herrliche Wiesen und Wälder, die wie Edelsteine funkelten. Dann verblasste die Sonne und es wurde zusehends dunkel. Wir nähern uns dem Reich des Bösen. Hier versagen meine Kräfte. Ich muss dich allein lassen. Das ist schade. Es war so schön, mit dir zu fliegen. Wenn du zurückkommst, werde ich dich abholen. Was muss ich jetzt tun? Du musst durch das schwarze Tor gehen. Alles andere wird sich finden und hängt von deinem Geschick ab. Nur eines, gib das Kreuz nicht aus der Hand. Für nichts, aber auch gar nichts. Hast du verstanden? Ja, Rosanne. Leb wohl. Viel Glück. Larry ging auf das gewaltige Tor zu. Leise knarrend öffnete es sich und vor ihm lag ein gewaltiges Meer. Endlos. Uferlos, blutrot. Wo bin ich? Am Meer der verdammten Seelen. Wieso sind sie verdammt? Sie haben alle schwer gesündigt und sind deshalb für immer in mein Reich verbannt. Wieso für immer? Weil ich keinen mehr gehen lasse, der einmal zu mir gekommen ist. Aber du kannst sie alle erlösen. Ich? Alle erlösen? Das glaube ich nicht. Wirf das silberne Kreuz in das Meer der Verdammnis und sie fahren alle gen Himmel. Ja, tu es. Wirf es hinein. Zu uns. Gnade, rette uns, tu es um unser Willen. Hörst du sie, wie sie um deine Hilfe jammern und flehen? Tu es, rette sie, du hörst doch, wie sie leiden. Hineinwerfen werde ich es nicht, aber hineinhalten. Larry das Kreuz in das Meer der verdammten Seelen getaucht, als schlagartig eine durchdringende Finsternis alles einhüllte. Plötzlich wurde es wieder hell und das riesige Meer war verschwunden, als sei es nie dagewesen. Das war wie ein böser Traum. Das war kein Traum. Das ist die Wirklichkeit der Hölle. Und wo ist der Herrscher dieser Hölle? Ich bin es, der gefallene Engel. Ruf deinen Dämon, Mordkill, zurück. Warum? Er ist doch sehr erfolgreich. Ich werde ihn vernichten und ihn dir dann zurück in deine Hölle schicken.
Weißt du denn auch schon, wie...